Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Wir sind endlich aus dem Knast raus und der gute Joe hat uns ein eigenes kleines Apartment besorgt. Das gefällt mir sehr. Ich traue diesem Mann nicht, der hier dauernd im Flur rumlungert. Aber soll mir scheißegal sein. Ich wohne hier nicht mehr. Ha! Gut. Joes neuer Wagen. Brauchen wir noch mal. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und habe für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Bist du farbenblind? Die war rot. Ja, weiß ich doch. Das war Absicht. Hat er nicht gesagt, meine Wohnung ist nur die Straße runter? Mein Gott. Gut. So. Hier rum. War rot? Da ist ein Schild. Da war überhaupt nicht rot. Da ist keine Ampel. Also. Na gut. Na gut. Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Okay. Ich bin gespannt. In der obersten Etage gibt es einen Fahrstuhl? Nein. Natürlich nicht. Aber hey. So, da haben wir noch so ein Magazin. Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wer bist du denn? Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Gut. Und hier ist das Schlafzimmer. Mit Bett. Groß genug für zwei. Auch für drei. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. In der Tat, guter Mann. In der Tat. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, tschüss. Alter. So. Ich hoffe, die Mode hat sich nicht sehr verändert. Geht zu Joe. Kann man das irgendwie abnehmen? Nein, natürlich nicht. Ist egal. So, was haben wir hier? Was ist das? Ist das nur eine Garderobe? Na gut. Genug Wasser verschwendet. Nein, ich will hier Telefon, Telefon, Telefon. Nein! Oh, das gibt es nicht. Alter! So. Ich hab können. Ich habe immer noch keine verdammte Nummer. Alter, du bist ja immer noch hier. Ich will sie nicht aufhalten, Sir. Sie haben sicher viel zu tun. Ich muss hier auf einen anderen Interessenten warten. Klar. Ihm vertraue ich nicht so. Ihm vertraue ich nicht so. Gut. Die Garage ist in der Seitenstraße, Alter. Komme ich hier in die... Natürlich nicht. Natürlich nicht.
Okay. Hat er auch Autos für mich gesammelt? Ja, so. Ab zu Joe. Ab zur neuen Familie. Oh, Bowling. Oh, die Ecke kennen wir doch auch. Hier hat der ganze Scheiß angefangen. Bei einer gewissen Bundesbehörde. Naja. Was willst du machen? Vielleicht mal gucken, ob es neue Anzüge gibt. Ich finde, ich passe hier nicht so rein. Aber egal. Huch! Uiuiuiuiuiuiui. Okay. So, müssen wir Joe abholen oder müssen wir hier hinfahren? Huch. Ja, ja. Komm, können wir die Garage auch noch benutzen? Tatsache. Gut. Und wieder hoch. Ich meine, es gab früher Fahrstühle schon. Mein Gott. Sag mal, was ist denn... Ey, Mann. Es hat wohl nicht funktioniert mit seiner Herzensdame. Mal einen Schluck trinken. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Deine Stöffchen steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, Eddie, wie läuft's denn so? Na, bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir, Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Oh, der sieht auch schon so hinterhältig aus. Hey, Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und? Hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Okay, fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin. Richtung Oyster Bay. Okay. Also, was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Hulk, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels dort verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das ist nett. Das wird ein Heidenspaß. Habt ein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Okay. Du wolltest das so. So, wir sind wieder in... Ist das Chinatown? Heißt das hier auch so? Chinatown, ja. Jawohl. Für Kohle haben wir immer noch die 200. Besser als nichts. Oh, jawohl. Steht war knapp. Hier ist eine Bar. Und hier links ist
heute gegen Gebühren die Familie aufnehmen. Aber wir hatten keine Ahnung, dass sie solche Summen dafür verlangen. Aber dafür wird man sie zur Rechenschaft ziehen. Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Okay. Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja, oh ja. Weil ich, ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und, Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh. Okay. Mhm. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Mhm. Okay, es geht anscheinend um ihn. Oder auch nicht. Nein. Oder andersrum, völlig egal. Nein, jetzt mal im Ernst. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ah, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Ich schalte die Ohren ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Du Tut mir leid, Schwein. Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Halt die verdammte Klappe. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe. Oh, Mann. Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten. Was zur Hölle? Huch, ist das Auto gerade gespawnt? Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Komm, einsteigen. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gewächert. Ich sitze schon drin. Gib Gas. Ja, das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Ich dachte, er hatte noch was vor. So. Mir hatte der Laden gefallen, Vito. Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Arsch. Oh, Mann. Was stinkt hier so? Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze doch nicht in mein eigenes Auto. Was zum Teufel stinkt hier so? Ach, der hat bestimmt... Ich riech's auch. Dingsbums im Kofferraum muss hier. Frankie Port sein. Was? Der Arsch hat dir den Wagen gekotzt? Nein, er liegt im Kofferraum. Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Naja. Hey, entspann dich, Vito, okay? Hey, Herr Spector, wir lassen uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Mhm. Hast du eine Schaufel? Klar, im Kofferraum. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen den nur reinschmeißen. Wie, schon ausgehoben? Okay. Wenn das irgendwer sieht, ne? Außerhalb der Stadt, ey. Waldweg zurück.
Geschichte. Da ist das Loch. Leg den Zahn zu, ja? Warte, ich brauche frische Luft. Der verdammte Gestank hier hinten bringt mich noch um. Alter, mach ein Fenster auf. Mein Gott. Ist ja wie mit einem kleinen Mädchen. Entschuldigung, mit einem kleinen Baby. Nur am Heulen. Gut. Da als Polizei ist nicht so gut, wenn wir jetzt angehalten werden. Halt an! Schnell! Ich muss kotzen! Scheiße! Wo kommt der ganze Mist her? Oh Mann. Oh Scheiße. Läuft. Ich wusste gar nicht, dass ich Kalamare gegessen habe. Verträgst keinen Schnaps, was? Kommen wir weiter? Sehr gut. Ja, siehste. Siehste. So. Hier oben geht's zu El Greco. Der griechische Arzt, der keine Fragen stellt. Ja, und weiter waren wir auch noch nicht. Aber das wird sich jetzt ändern. Huch. Oh! Der hat angefangen. Der hat auf jeden Fall angefangen. So. Polizei? Ja. Egal. Die fährt uns hinterher. Scheiße. Hier ist der Arzt. Wollen wir doch hier mal eben warten? So. Das war die Polizei. Sehr schön. Hey. Die Hupe gilt auch für hinten. Du Arsch. So. Ey, wir haben echt noch viel zu tun. Ich weiß, dass man nachher noch so ein eigenes kleines Häuschen hat. Wir haben auch noch die DLCs. Also, da ist jetzt noch ein bisschen was zu tun. So. Wo sind wir hier eigentlich? Sind das hier... Oh, das sind Villen. Können wir auch wohnen? Ja, das wäre cool. Das wäre echt cool. Das sieht doch aus wie... Wo müssen wir hin? Observatoriums, okay. Das da. Gut. Und hier ist irgendwo ein Waldweg? Oder was? Alles gut. Ich bin betrunken. Ich darf das. Ich bin betrunken, ich darf das. Gut. Und liebe Kinder, bitte in diesem Zustand kein Auto mehr fahren. Also Kinder sowieso nicht. Was rede ich da? Gut, da wären wir. Vito, mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll. Ganz toll. Läuft. Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei. Oh, Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, erst ein paar Tage. Hol ihn allein raus, Vito. Ach, ist ja toll. Oh, wow. Den Gestank ertrag ich nicht. Klasse, Begrüßungsparty ist das. So ein Scheiß. Hey Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Aha, kommst du bitte erst da raus? Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen?
Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Ich habe ein schlechtes Jungs, Gefühl. Wie wär's mit ein bisschen Musik, ja? Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hätten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Ach was. Wir wenigstens an der frischen Luft. Ja, meinst du, das gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Hä? Wo, okay. Man sieht einfach gar nichts mehr davon. Auch gut. Einsteigen. Oh, ich sehe gerade. Okay. Leute, bevor ihr euch das anhören müsst. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaut einfach beim nächsten Video nochmal mit rein. Gut, bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao.